Cannabis ist neben Alkohol und Tabak die beliebteste Droge in Deutschland. Wie wirkt sie? Was sind die Gefahren und warum ist sie eigentlich verboten? Das jetzt in Klicksum Science und Fiction. Ja, das ist Cannabis, genauer die getrockneten Blütenstände der Cannabispflanze. Und genau das wird Marihuana genannt und die berauschende Wirkung kommt durch THC, das darin enthalten ist, Tetrahydrocannabinol. Das ist eine Substanz, die einem Botenstoff im Gehirn sehr stark ähnelt. Und egal auf welche Weise jetzt Cannabis eingenommen wird, wird das Gehirn mit THC überschwemmt. Und THC dockt dann überall da an den Rezeptoren der Synapsen der Nervenzellen an, wo es passt. Und das sind ja die Kommunikationsantennen der Nervenzellen. Das heißt, die Kommunikation wird stark geändert zwischen den Zellen. Damit das möglichst effektiv geschieht, wird Cannabis gerne hochkonzentriert mit Tabak gemischt, in einer solchen Bong geraucht. Das THC gelangt so in sehr hoher Menge extrem schnell über die Lunge in den Körper und kann dort unser Gehirn beeinflussen. Das heißt, Signalwege werden jetzt manipuliert, sogenannte Signalkaskaden, und die Freisetzung vieler Botenstoffe wird verändert. Dem Rausch sind Tür und Tor geöffnet. In dem Moment, wo man diese anregenden Signale durch das THC vermindert, werden auf der anderen Seite mehr von diesen euphorisierenden Botenstoffen, dem Dopamin, eben ausgeschüttet. Und das führt dazu, vor allem im Belohnungszentrum zum Beispiel im menschlichen Gehirn, dass eben der Mensch sich euphorisch fühlt und diesen Rauschzustand eben erlebt. Cannabis ist verboten und das hat fatale Folgen. Während auf jeder Flasche Alkohol der exakte Alkoholanteil steht, ist der THC-Gehalt in Cannabis höchst unterschiedlich. Das kann zwischen 5% und 20% liegen. Das heißt, was einen gestern noch leicht berauscht hat, das kann einen morgen schon umhauen. Es gibt keinerlei Kontrollen. Und besonders fatal ist das bei Haschisch, dem gepressten Harz der Cannabispflanze. Das Harz, das wird nämlich gerne gestreckt und in den einschlägigen Foren, da ist die Rede von Plastik, Gummi, Schuhcreme, Haarspray, Talkum und so weiter und so fort. Der Fantasie sind da offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Und das kann katastrophale Folgen haben, bis zu bleibenden Hirnschäden. Am beliebtesten ist deswegen immer noch der Joint, viel Tabak mit Marihuana gemischt. Und solange man dann noch die zusammenhängenden Blütenstände verarbeitet, ist das Risiko, gestreckten Stoff in der Hand zu haben, geringer. Wobei auch hier schon Glas oder auch Sand entdeckt worden sind. Eines ist verrückt, Cannabis scheint wissenschaftlich noch nicht so richtig untersucht worden zu sein. So gibt es zum Beispiel eine Studie, die Cannabis die Verursachung von Schizophrenie unterstellt. Die ist aber methodisch wohl nicht ganz astrein. Und die Arbeitsgemeinschaften der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, die sagt sogar, die Cannabis nachgesagte Wirkung von der Verursachung von Lethargie und Passivität, die ist überhaupt nicht erwiesen. Eins ist allerdings sicher, THC, der Wirkstoff, der beeinträchtigt die Konzentrationsfähigkeit für viele Stunden. Und Cannabiskonsumenten berichten von einer Folge des Cannabiskonsums, die sich wohlwollend von der von Alkohol unterscheidet. Die Art des Bereitseins, sag ich mal, ist beim THC, also bei Cannabis, auch ein bisschen anders als bei Alkohol. Bei Alkohol habe ich häufig beobachtet, dass es viele aggressiv macht, während bei Cannabis das eher freundlichere Stimmung hervorruft. Möglich ist aber, wie bei Alkohol, bei unter 18-Jährigen die Hirnschädigung. Wobei auch die Studie ist umstritten, aber Vorsicht ist da in jedem Fall geboten. Sicher nachgewiesen ist die medizinische Wirkung von THC, also von Tetrahydrocannabinol. Das wird gegen Spasmen oder gegen Erbrechen eingesetzt. Wenn aber jetzt Cannabis ja eigentlich fast weniger gefährlich als Alkohol, es gibt keine Toten, warum ist es dann verboten? Schuld daran ist dieser Mann, Faruk der Erste, König von Ägypten bis 1951. Er wollte in den 20er Jahren, dass sein Volk strebsamer
wird und bestand deshalb auf dem weltweiten Verbot von Cannabis. Das tat er mit seiner Delegation auf der Opium-Konferenz in Genf 1925. Und Deutschland stimmte unter anderem zu. Und jetzt wird's pikant, weil Ägypten im Gegenzug den Import von Kokain von der deutschen Merck und Heroin von der deutschen Bayer AG duldete. Das nennt man eine Win-Win-Situation. Was meint ihr? Sollen alle Drogen verboten werden oder soll Cannabis wie Alkohol und Tabak erlaubt werden? Diskutiert es hier unter dem Video und wenn ihr meint, dass es ein wichtiges Thema ist, dann teilt es auf Facebook, liked es und twittert es. Ich bin sehr gespannt. Mehr zum Thema gibt es auf Top 10, die 10 stärksten Cannabis-Sorten. Und hier geht's zum letzten Video, schwarze Löcher und ihr dunkles Geheimnis. Bis dann. Bleibt dran. Direkt hoch an auf der Stärkeskala. Nummer 9, G13 Widow.